Lebst du? Ja. Nicht mehr. Da wären potenziell Schalter. Da wäre potenziell ein Loch. Da wäre eine Truhe. Und da wäre der Schalter dafür. Aber jetzt bin ich quasi wieder am Anfang. Dieser Raum ist mir jetzt schon zu hoch. Da ist meine Truhe. Was bringt mir das, wenn ich den Gargoyle hier hoch manövriere? Oh. Could it be? Wenn der weg ist, trifft das Ding dann den Schalter. Irgendwie habe ich das Gefühl, das soll so sein. Vom Prinzip her, aber ich weiß noch nicht so ganz, was mir das bringt. Sieht doch sehr dekorativ aus. Oh ja. Total. Da ist die ich frage mich halt wirklich, was mir das jetzt gebracht hat. Das bringt mir wahrscheinlich nicht viel, hier zu stehen. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung ich möchte gerade. Wahrscheinlich genau in die andere. Never mind. So kann man da auch hin. Auf umständlichste Art und Weise. Ich hätte auch hier gerade einfach direkt hochgekonnt, richtig? Hm. Ich fand mich auch gut. Ich möchte aber immer noch gerne an die Truhe dort. Also. Da ist ein Durchgang. Ja. Wo ist denn der da? Ach, ein bisschen höher. Sollte vielleicht in die Wand, wenn das Ding oben ist. Nein. Never mind. Dann halt nicht. Wie komme ich denn dann da rein, wenn das Ding ein bisschen erhöht ist? Oh. Erstmal gucke ich jetzt nach meinen Truhen. Darum ging es mir ja eigentlich. Also zumindest das mit dem Pfeilding habe ich ja ganz gut hingekriegt. Mhm. Die Sache ist, ich glaube ja schon fast, dass ich hier drin Sand brauche. Weil wie soll ich sonst nur mit Hilfe des Sandstabs an diese Truhe kommen, außer an der Wand entlang? Aber da ist ja dicht, ne? Mhm. Da ist ja das... Da ist auch dicht. Also es gibt für mich eigentlich keine Möglichkeit, da dran zu kommen, außer wir haben hier drin Sand. Dafür brauche ich aber irgendwo noch einen Schalter. Wie ich unten dran komme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn dann Sand ist, bin ich da auch ein bisschen größer. Und hier genau... Wobei, nee, da ist die... Da ist der Durchgang. Dann... nehme ich erstmal die Tür. Also ich glaube wirklich, in dem Raum bräuchte ich ein bisschen Sand, um durch alle Durchgänge zu kommen und an alle Truhen zu kommen. Weil da oben ist ja auch so ein... Hier ist ja schon wieder so eine Rutsche. Und eine Sandrutsche. Also könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Aber gucken wir mal. Du könntest echt keine Metroidvania spielen. Wieso? Die würden dich töten. Wie kommst du da jetzt drauf? Gerade halt in diesem Raum. Man merkt halt irgendwann so, dass du da einfach noch nichts holen kannst, aber du versuchst trotzdem noch tausend Wege zu finden, um irgendwie an deine Sachen noch dran zu kommen und willst einfach nicht aufgeben und erstmal weitergehen. Aber ist das nicht eine gute Eigenschaft im Leben? Nicht in Metroidvanias. Wenn du da versuchst, ewig lange deinen ganzen Stuff erstmal noch zu kriegen. Ich gebe halt nicht auf und versuche, alles abzuklappern. Es hätte ja auch durch in die Wand gehen oder so lösbar sein können. Hartnäckig und stur, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich muss halt einfach auf Nummer sicher gehen. So. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Was
ist mit diesen Dingern? Ich weiß nicht, ob sie sprengen könnte. Wahrscheinlich nicht. Aber es muss ja auch so gehen. Flupp. Wobei, ich muss erst machen, wenn die da drauf sind, ne? Gehen sie mal weg. Ne? So, so kann man es auch machen. Ist es schon wieder falsch gewesen? Ich denke, anders war es eher gedacht, dass du da hochgehst. Ja. Und dann von da aus nach links. Ach so, das ist einfach über die ganze Länge. Ja gut, das ist einfach von vorne rein schon auf der ganzen Höhe ist und nicht erst im letzten Moment. Eben. Ich meine nicht, dass ich per se was falsch mache. Es funktioniert, aber wie schaffe ich es eigentlich immer, dass es genau so ist, wie es eigentlich nicht sein soll? Warum ist das so? Können wir den erstmal kurz wegnehmen? Und da muss auch noch einer hin. Oh, da bin ich runtergeplumpst. Ups. So, die kommen jetzt von da. Und wollen dann hier hin. Aber kann ich das hier in einem durchmachen? Natürlich verbunden, der sein, also nein. Nee, also hier müsste ich es dann schon nicht so extrem getimed machen wie da vorne. Nein! Aber so. Ja, so in etwa. Wobei das letzte hätte ich mir auch vereinfachen können. Hallo? Solange es funktioniert, ist es nicht falsch. Die Frage ist, ob wir von hier aus an unsere Truhe eigentlich drankommen. Was ist, wenn ich hier eigentlich langlaufe? Nicht viel. Schwupp. Also bislang ist der Dungeon cool, aber ich habe bei coolen Dungeons immer Angst, dass der Boss dann richtig gemein wird. Überleg grad, was hier da passiert. Wobei ich bis... Morgara? Nein, wahrscheinlich irgendwas, was ich mit dem Sandstab aus dem Boden rausgraben muss. Die Verdienste, ja. Der Geldmann ist einfach der Boss. Der Geldmann. Du bist auch so ein Geldmann. Verdienst du? Oh, das wollte ich so nicht, aber ist okay. Ich habe irgendwie bei jeder meiner Lösungen das Gefühl, ich mache irgendwie was in Anführungszeichen falsch. So. Und jetzt kommen wir doch bestimmt auch hier durch. Hm. Ja, Moment. Aber ja, Geld nehme ich gerne mit. So. Jetzt müssen wir zurück in den Hauptraum, würde ich sagen. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Moment. Worum geht's? Gerade mit Kais Nummer 3. Wer ist Kais Nummer 3? Das Geld ist bei Kaino Nummer 3. Was? Ich wusste schon immer, dass ich bei Kai auf Platz 1 bin. Und was ist auf Nummer 2 dann? Schön wär's. Genau, hier war noch... Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr auf welcher Höhe. Ah, da oben. Also hier einmal. Ach, das war die Stelle, wo ich mich 1 Million Mal habe treffen lassen. Mhm. Jede Stachelkugel mitgenommen. Dann nehmen wir jetzt einfach gar keine Stachelkugel mit. Wie war das? Ich weiß nicht, du hast gerade nicht hingeguckt, oder? Hast du die Augen gerieben? Ja. Ich habe nur den gehört. Das aber war ich. Ich wusste nicht, was das war. Das war ich. Ach so. Okay. Hörst du? Ja, stimmt.
Dann ist ja gut. Dann wurde es also nicht getroffen. So, die ist zu. Dann gucken wir erstmal hier. Nein, mein Freund, der Zyklop. Geh. Mach die Schalter für mich gleich an. Aber ich komme eh nochmal wieder. Ich guck mir erstmal den Raum weiter an. Da ist schon wieder mein Freund, der Zyklop. Reicht es, wenn der einen trifft? Bringt ja nichts. Irgendwie habe ich nicht ganz gecheckt, was das gerade war. Was passiert jetzt hier erstmal? Es hat die Tür aufgemacht. Ist schon mal nett. Mhm. Das nehme ich auch gerne schon mal. Muss ich mir meine Kampfpose einnehmen? Hat jeder Abschnitt von dem Dungeon so einen eigenen kleinen Zwischenboss? Naja, okay. Ich komme zum Treppenmasten. Ich war noch nicht so weit. Jetzt tu mal nicht so, als wenn jedes Mal, wenn ich mich treffen würde, ein Weltuntergang. Da wären schon viele Welten untergegangen. Was soll das denn jetzt heißen? Nichts. Sicher, ich habe mich nicht so oft treffen lassen wie du in Dark Souls. Okay, das habe ich jetzt verstanden, aber. Was genau? Wie aktiviere ich das Ding jetzt nochmal? Ach so. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Oder immer noch hier. Ich bin ja aber nicht das Gebiet irgendwie gewechselt. Aha, da ist ein Durchgang. Hätte ich auch auf der Karte sehen können auch. Dann nehmen wir doch gerne erstmal den Durchgang hier. Geld? Geld! Geld. Nur Geld. Geld. Geld ist Geld. Na, 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 na. Was haben wir hier erstmal? Eine Moni wieder. Moni im Stream mit Sven ja immer schöner. Was? Ja, du fühlst dich schön und reich. Ach so. Bei den 100ern. Ah. I see. Okay. Ich möchte bitte später nicht so eine Statue in meinem Garten haben. Warum nicht? Ich weiß nicht, da kriege ich Albträume von. Was ist hier schon? Einfach so zum Fenster gedreht? Ja klar, wenn keiner zu Besuch kommt, sieht er erstmal so einen hässlichen Gargoyle im Fenster. Das wäre schon witzig. Für wen von euch beiden? Ja, für keinen natürlich. Ja. Ich weiß, dass ich ihn da hingestellt habe. Nicht, dass du das dann vergisst irgendwann. So. Hier ist doch eine geschlossene Tür. Aber war ich im Raum nicht gerade? Nein, Wegtür, glaube ich. Okay. Und da oben nehmen wir erstmal die Gargoyles wieder. Solange du nicht irgendwie eine Statue von dir selber oder so in den Garten stellst. Oh, ich habe die. Mit der Armstrong-Pose. Ich habe die Boss-Tür gefunden, aber da wollte ich noch gar nicht hin. Hier ist ja noch ein Raum. Hier ist zwar angeblich nichts, aber. Ja, Hitboxen. Ist das so ein Geldraum einfach? Oder wie? Oder was? Oder überhaupt? Hm. Kann ich aber meine eigenen Bomben nehmen? Es ist jetzt ja nicht so gecheased, weil ich könnte ja auch die nehmen. Es wäre nur ein bisschen umständlicher. Mhm. So. Jetzt war ich schon mal in der Ecke. Da
Da ist ein Durchgang. Das ist echt nur so ein reiner Geldraum, kann das sein? So halb. Oh. Und dann da oben noch irgendwie. Wartet mal. Da sind auch so Dinger. Wir müssen den Schalter erstmal irgendwie aktivieren. Wollen die mich irgendwie? Verfolgen die mich? Ja. Um den Schalter. Ich weiß nicht genau, wie ich da oben am schlausten dran komme. Wie komme ich da hoch? Irgendwie. Ich meine, ich könnte auch einfach versuchen, wieder die Bomben hochzuwerfen. Aber das klappt irgendwie auch nur so semi-gut. Ist das der Sinn der Sache, die Bomben da hochzuwerfen? Ich denke. Du hast das richtige Timing noch nicht gehabt. Irgendwie funktioniert das nicht so gut. Die Bomben sind auch immer auf dem Boden, wenn die explodieren. Und dann treffe ich mich immer selber damit. Mhm. Ich will die halt immer gerne loswerden, die machen mir Angst. Wenn du da mal zu früh loswirst, bringt's nichts. Okay. Die Sache ist, wo möchte ich jetzt gerne hin? Nicht dahin. Hat mir das etwas gebracht, hier zwischen zu landen? Nein. Hat mir das was gebracht, hier zwischen zu landen? Nein. Ist es hier besser? Nein. Dann vielleicht hier. Nein. Dann will ich vielleicht einfach da hoch. Das wäre ganz gut. Okay, dann. Ja, dann mache ich das. Da ist eine Tür, da ist der Schalter. Hallo? Und das sorgt jetzt dafür, dass ich zur Bosstür komme? Oder was? Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Wäre ich vorher gar nicht zur Bosstür gekommen? Nein. Ich habe mir das nicht angeguckt, weil ich da eh nicht hin wollte. War die zu hoch? Ja. Ah, okay. Dann haben wir alles geholt. Mhm. Also Bomben werfen ist nicht so mein Hobby. Nein. In was bin ich denn gut in Zelda? 3. In allem. 2. Das ist ja jetzt wohl die Ausreden-Antwort schlechthin. Vor allem, wenn du gerade schon meintest, am Bomben werfen bin ich nicht gut, bin ich ja wohl nicht in allem gut. In allem außer dem du nicht gut bist. Nein, aber... So hat ja alles gut geklappt. Es war nur vielleicht nicht immer so, wie es vorgesehen war. Aber dann erlebt ihr wenigstens mal was anderes hier. Will ich das? Hast du eine andere Wahl? Ja. Na dann. Ich gehe einfach. Wäre ich gestorben, wenn ich da reingesprungen wäre? Ich weiß nicht. Ist der Boss gar nicht in Hyrule? Als ob der ganze Dungeon in Hyrule ist, aber der Boss sich denkt, er macht Urlaub in Lorule. Was denn für eine Pfeife? Aber Dungeon hat mir bis dato gut gefallen. Obwohl es ein Wüsten-Dungeon war. Wenn der Boss jetzt noch nett zu mir ist, ist akzeptiert. Hier runter? Um Gottes Willen. Oh no, 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 no. No, 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 no. Nicht von einer Säule zur nächsten. No, Omega, no, 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 no. Und ich darf noch nicht mal runterfallen. Wenn ich jetzt noch treffen würde. Aber ich bin genau in der Perspektive, wo ich ihn mit den Pfeilen nicht treffe. Vielleicht ist es sogar so gedacht vom Spiel, dass du es eben nicht triffst.
Ja. Also ich sehe, was ich machen muss. Aber es ist nicht schön. Es ist so ein bisschen... Ihr seht ja, was ich machen muss. Nicht unbedingt so meine Stärke. Aber gut. Oh, da kommt so ein Strahl. Das ist übrigens Zaganaga. Sagen, hast du ihn gerade gelockt? Das war Saganaga. Was ist das denn für ein billiger Lappen? Ja, du hast auch das verbesserte Schwert. Der hat sich ja richtig hart schießen lassen. Der macht seinen Sandlaser und ist dann erstmal gefühlt 5 Minuten angreifbar. Ich habe den jetzt bestimmt 30 Mal getroffen. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Schiss, dass ich das mit dem Balancieren über den Säulen nicht so gut hinkriege. Weil sah halt schon ein bisschen mickrig aus, das Kampffeld, aber... Ich fand den früher so anstrengend, einfach ohne verbessertes Schwert. Das ist halt so die Sache. Ich glaube, manche Bosse sind einfach leichter und manche schwerer, je nachdem, wann man sich das verbesserte Schwert holt. Und wenn du den verbesserten Sandstab nicht gehabt hättest, hättest du nicht auch so lange auf den Dingern bleiben können. Das stimmt. Dann wärst du in den Sand gefallen. Dann wiederum muss man aber fairerweise sagen, ich habe es nicht gecheased oder so. Es war halt einfach die Reihenfolge, die ich gemacht habe. Dementsprechend habe ich das verbesserte Schwert schon gehabt. Hm. Finde ich, ist jetzt auch kein Cheese. Das mit dem Sandstab kann das Spiel dir halt auch ermöglichen. Ich sag mal so, je nachdem, wann du einen Dungeon machst, kann er leichter oder schwerer sein. Das heißt dann aber, die ersten Dungeons, die ich gemacht habe, hätten potenziell auch schwerer sein können. Ja. Wobei das Diebesversteck... Sagen wir es eher andersrum, die nächsten Dungeons, die du machst, die könnten potenziell schwerer sein, als sie jetzt wahrscheinlich schon sind. Wenn du die als allererstes gemacht hättest mit vielleicht weniger Herzen, weniger Stärke, weniger aufgewertete Items. Was habe ich denn als zweites gemacht? Den Turtle? Sumpfpalast? Wasserdungeon? Den Wasserdungeon. Den habe ich ja zum Beispiel auch ohne verbessertes Schwert gemacht. Also ich glaube, es kommt halt echt sehr stark auf die Reihenfolge an. Ich habe es jetzt ja nicht gemacht, um es mir leicht zu machen. Das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Mhm. Aber der Dungeon war cool. Hat mir gefallen. Wen haben wir denn da? Inga? Es ist Inga! Ah, Jan, der Wahrsager hatte also recht. Du hast mir Glück gebracht. Pah, du hast dir ja mächtig Zeit gelassen. Was soll denn das, mich so ewig warten zu lassen? Na gut, dieses Mal verzeih ich dir ausnahmsweise. Viel wichtiger ist, dass du unbedingt auch die anderen Waisen retten musst. Das erklärt auch, warum immer nur ihr Besen vorbeikam. Mhm. Ab dem Punkt... Ich überlege gerade, wann war das denn? Ich weiß nicht, ob schon nach Heras Turm oder vor Heras Turm herum. Spätestens ab dem Punkt, wo du in Schloss Hyrule warst, kam natürlich nicht mehr. So, hilf den anderen. Pass auf dich auf. Oh, noch zwei übrig. Skelettwald und Heras Turm. Yay! Also eigentlich wollte ich heute gar keinen Dungeon machen, aber ich brauchte die Kraftarmbänder. Titanhandschuhe. Ihr wisst, was ich meine. So. Is it now my Mai time? Das ist jetzt erstmal Klo-Klo-Time, aber dann ist my Mai Huch-Time. Hi Inga. Ein Gemälde zu sein war so langweilig, ich konnte mich mit niemandem unterhalten. Aber jetzt bin ich dank dir wieder frei. Danke! Das alles ist wirklich seltsam. Ich soll einer der Weisen sein? Ist etwas zu viel des Guten, oder? Obwohl ich ja schon immer gewusst habe, dass ich etwas Besonderes bin. Aber wenn ich hier schon nicht wegkomme, sollte ich dir wenigstens meinen Feger noch ein bisschen helfen. Keine Sorge, der bringt dich auch direkt ohne mich zum Ziel. Ich wünschte, ich könnte bald wieder zu Oma zurück. Das ist süß, dass sie noch ein bisschen Text hat. Also ich finde das auch... Es ist ja schon fast ein bisschen traurig, dass ich mir Sahasrara merken kann, aber ansonsten wird aus Irene immer Inga und aus... Wie hieß der mit dem Sandstab? Osvala. Wird Oswald. Aber Sahasrara kann ich mir merken. Je ungewöhnlicher der Name, desto leichter zu merken, ne? Karl-Heinz Dieter! Das ist interessant, was mit dem... Ja,
so ein bisschen stunnen kann. Wir können uns jetzt aber eben nochmal zu Ravio bewegen. Roll ja eh nach Hyrule. Und ihm da nochmal ein bisschen Geld in die Hand drücken. Sieht immer so lurkig aus, wenn er da rauskommt. So. Ja, den Boomerang nehmen wir auch noch. Aber hey, ich bin nur ein einziges Mal gestorben. Und hab dann so ein bisschen Stuff verloren. Noch nicht mal alles, glaube ich. Vielen herzlichen Dank. Sagst du jetzt noch irgendwas? Na endlich! Endlich habe ich alle meine Ware verkauft! Applaus, Applaus! Dank dir bin ich reich geworden. Reich an Erfahrung, meine ich. Aber es ist etwas passiert. Ravios Laden schließt heute seine Pforten. Was auch sonst, schließlich habe ich nichts mehr zu verkaufen. Alles, was ich hatte, gehört jetzt dir, kleiner Held. Du hast mir alles weggekauft, du blöder Blödmann, blöder du! Tut mir leid, es ist ein echt emotionaler Moment für mich gerade. Aber jedes Ende ist irgendwie auch ein neuer Anfang, meinst du nicht? Was für ein aufregender Gedanke. Ich sollte erstmal ganz ruhig darüber nachdenken, was ich als nächstes tun werde. Kleiner Held! Vielen Dank, dass du mir so ein treuer Kunde warst. Weiterhin viel Glück auf deinen Abenteuern. Der Weißling und ich drücken dir die Daumen. Raus aus meinem Haus. Wenn man dich so ansieht, kleiner Held, dann bekommt man das Gefühl, dass man alles erreichen kann. Was soll ich wohl tun? Raus aus meinem Haus. Ich kann leider meine Items hier drin nicht zücken, aber raus.